So, Tag 6. Tag 6 begann lustig. Begann sehr lustig, ja. Ja. Und mit Schmerz. Ihr müsst euch vorstellen, Tag 6 begann so mit dem Video, was am Anfang von dieser Learning by Lützing Folge gezeigt wurde. Mit diesem Achtung, was passieren könnte und so. So fing Tag 6 an. Doch relativ witzig. Hat er was zu lachen? Ja, das war. Schadenfreude ist sowieso die beste Freude. Und dann. Ach ja. Und dann. Huch! Ja, dann gucken wir uns mal an, wie Tag 6 weiterging nach Lutz seinem Fail. Wir versuchen wieder zu schalten. War das jetzt schon der Moment, wo du rausgefunden hast, wie die Schaltmaschine funktioniert? Nein! War noch nicht. Nee, kommt Nein, noch. Kommt noch. Da hast du doch erst einen Geist auf hier und wollte in den Teich springen. Ja, stimmt. Nee! Auch nicht. Warum denn? Noch nicht. Doch. Also hier noch nicht, aber nee, an dem Tag. An dem Tag, ja. Ich glaube, an dem Tag. Da ist er doch den erst weggesprungen. Das seht ihr leider nicht, weil. Ja, das seht ihr leider nicht, weil. Wie gesagt, wir können, nicht alles aufnehmen. Nehmen. Und da, genau in dem Moment, immer wenn die Kamera aus war, wer sitzt. Ja, ich sag's mal so spoilermäßig: die Schleifmaschine hat zweimal einen Aussetzer. Beide Male filmen wir es nicht. Und nach dem ersten Mal seht ihr dann auch Lutze und meine Schutzmaßnahmen gegen diese missbilligenden Angriffe. Von dieser Schleifmaschine. Ja, die sind auch ganz witzig. Siehst du, genau. Ja, also wichtig, Bogenbauch, hobeln, kurz weisen. Weil die Breite von dem Bogen hat nicht mit der mit dem Bogen mit dem Hobelmesser übereingestimmt. Das heißt, das Hobelmesser war kleiner als der Bogenbauch von der Breite her. Und da konnte er komplett verjessen. Was wir natürlich nicht wussten, ist, dass sich Abziehmesser da gut macht. Aber auch zu diesem Moment waren wir noch sehr uniskilled mit den Werkzeugen. Und ja, Schleifmaschine und Strom und es funktioniert dann schon irgendwo. Irgendwie, ja, es hat nicht funktioniert. Irgendwo muss ich ja was auch. Da haben wir es noch einmal probiert. Da verzweifelt Lutz jetzt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube auch, da war dann Feierabend, da hat man dann keinen Bock mehr. So wie es aussieht, bist du da jetzt schon wieder komplett plemplem und. Versuche wieder mit. Absolut überarbeitet, ja, Gehirn aus, Raspel an. Das war auch eine sinnlose Aktion, aber ich glaube, wir wollten es einfach nur mal probieren. Weil in dem Ding ja stand, die Schleifmaschine. Ja, ja, in der Anleitung steht, der macht alles mit einer Raspel. Ja, der Junge setzt sich. Ich weiß nicht, was er für eine Raspel hat. Mit 50 mal 50 Meter Raspel. Mit dem ersten Hahnschrei steht er auf, setzt sich eine Raspel, bis er so unter ist. Aber Halle. Ja, ja. Jetzt schaffst du schon mal so ein paar Zentimeter. Ja. Mit einer feinen Raspel. Mit einer feinen. Nicht mit der groben. Mit einer feinen. Auf jeden Fall. Nicht mit einer Raspel, mit einer feinen. Feile. Oder nur so. So schmal nur, die Pfeile. Auf jeden Fall, das mit der Raspel, das war. Das war absolut fail. Bullshit. Absolut. Das war dann auch schon das Ende von Tag 6. Ja. Tag 7. Tag 7. Unser, muss ich sagen, Höhepunkt des, unser des Bogenbaus. Höhepunkt im Bogenbau. Also Tag so, 7. So viel wie an Tag 7 haben wir nichts gerissen gekriegt. Haben wir nichts gerissen gekriegt. Also Tag 7 ist special. Also wir machen das jetzt mal kurz. Wir machen es jetzt mal sehr kurz. Tag 7 fängt an. Dann hatte Lutz ja an der Seite eine Beulerin, also eine Dellerin gehauen mit dem Abziehen, also war immer noch unskillbar. Also Tag 7 haben wir Abziehen gemacht, das war die kurze Szene. Und, dann und war das war schon mit Tag 7. Hat man nur keine Lust mehr. Hat sich doch gut gelohnt, ne? Ja, der Tag 7 war total eine Tonne, aber das ist bestimmt. Juti, dann kommt jetzt Tag 8. Ja, Tag 8 war dieses Wetter so. Da war super Wetter. War spontan der Griff da. Da, spontan haben wir den Griff nämlich ausgesägt, aber... Um Tag 7 nochmal so ein bisschen zu retten. Retten? Ja, also wie ich das gehört habe, haben wir am Abend von Tag 7 doch noch was gemacht. Ja, wir waren doch noch produktiv. Und zwar haben wir die Nocken in den Bogen drin gefeilt. Ja, die werden wir euch dann zum Schluss noch zeigen. Wenn ihr euch jetzt wundert, was Nocken sind, erstens, es steht in der Anleitung, zweitens, es ist nicht wirklich das Herausragende, wofür man... Du nimmst einfach eine Rundpfeile, setzt im 45-Grad-Winkel 2 cm vom Bogenende an und feilst da ein paar Millimeter drin. Aber wir haben noch den Griff ausgesägt. Richtig, ja, also die Schablone habt ihr ja vorher gesehen, die wir da gezeichnet hatten, und so haben wir es dann ausgesägt. Und Tag 8 begann damit, dass es erstmal scheiß Wetter war. Ja, und kalt war. Und dann haben wir erstmal einen Film hingelegt und dann machen Luzi und Icke oder so Teamarbeit, so Gruppenstyle. Ich habe mich dann mit so einer kleinen Pfeile bewaffnet und bin gerade dabei, den Griff auszufeilen. Und ich habe mir überlegt, ich benutze feines Schleifpapier und mache die ganzen Ränder und so schön glatt. Das Schöne war, dass das jetzt da schon relativ am Ende ist von dem Griff. Also ich bin eigentlich schon fast fertig. Ja. Das wollen wir nicht aufnehmen, weil vorher haben wir Film geguckt. Das Geile war, dass wir das nicht ganz geschafft haben, komplett mit der Stichsäge auszusägen. Da waren so teilweise noch so
ein Zentimeter, ein paar Millimeter noch an dem Griff übrig. Jo. Die habe ich dann alle mit der Feile weggefeilt. Stumpf. Stumpf. Mit der Grundform eigentlich fertig. Ja, jo. Also grundformmäßig besteht. Also eigentlich ist das jetzt schon das Tillern. Eigentlich. Und vielleicht ist es ein bisschen demotivierend, aber es steht auch so in der Anleitung, und zwar beim Tillern beginnt die eigentliche Arbeit. Wo ich das gelesen habe, ging mir schon in Galle hoch. Ja, also eigentlich machen wir jetzt an Tag 8 nichts mehr anderes, außer mit dem Abziehmesser. Aber guck mal, wie er jetzt hier skillt, immer so ganz flockig, locker flockig. Na, da kurz die Haken, aber locker flockig. Ja, da hatte ich schon Skill, aber mit dem Abziehmesser. Ja, also ich glaube, an Tag 8 machen wir nichts mehr anderes. Nö, Abziehmesser. Ja, es ist wichtig beim Tillern und vor allem beim Tillern so wenig wie möglich abzuziehen, weil es sich erst später auswirkt. Das werdet ihr nachher noch sehen, an Tag 9, wenn wir dann die ersten Durchdrückversuche machen. Um den Bogen ein bisschen zu biegen. Also wie gesagt, Tag 8 war eigentlich... Oh, ich glaube, da wird es ja schon das erste Mal versucht durchzubiegen. Aber das haben wir nicht auf jeden Fall, weil es Blödsinn war. Da hat er nochmal versucht durchzubiegen. Wir tillern uns fröhlich ein ab. Ja, und wir tillern immer weiter und wir tillern immer weiter. Und weiter. Gut, dann nutzen wir doch mal diese unverhoffte Tillerpause für eine kleine Story, die wir noch oder hart gefailt haben und so, ne? Sehr hart. Fängst du an, soll ich anfangen? Na, sagen wir mal so. Wir haben uns, müssen wir leider zugeben, eine Sehne bestellt. Ja? Weil wir keine Zeit haben, uns noch extra eine Sehne zu machen. Und vor allem haben wir es komplett nicht drauf, eine Sehne zu machen. Ja, da sind wir einfach, glaube ich, zu blöd. Ja. Weil wir uns das Ding wachsen, wir uns das Ding flechten, und da haben wir uns so gedacht, ne, das tun wir uns jetzt nicht ohne an, weil Zeitdruck und. Ja, ihr wisst es ja. Haben wir also eine bestellt? Ja. Ja. Möchtest du? Ja, ja, auf jeden Fall. Haben wir uns komplett untalentiert dabei angestellt, die richtige Bogenlänge rauszufinden. Ja. Wodurch die Sehne hart zu kurz war. Das ein bisschen im Internet durchlässt und 1 plus 1 zusammenzählen könnt, was wir nicht können, was wir das verstehen wir, ja, dann kriegt er das auch auf jeden Fall hin. Ja. Und auf jeden Fall, starte ich jetzt nochmal von vorne, haben wir uns dann noch eine Sehne bestellt, noch eine, die um 2 Zoll länger war. Also am Anfang haben wir eine 68 Zoll Sehne. 66 Zoll hatten wir als erstes. 66? 66. 66? Haben wir uns auf jeden Fall eine 68 Zoll Sehne bestellt. Die war immer noch hart zu kurz. Die war noch hart zu kurz und war 5 cm. Das war eine gute 5 cm. Dann haben wir irgendwann mal so, sind wir mal darauf gekommen, Zoll in Zentimeter umzurechnen, und haben dann gemerkt, dass die Sehne doch gut zu kurz ist für einen Langbogen. Ja. Und genau, besser sozusagen 5 cm. Die 68 Zoll Sehne ist quasi für einen 70 Bogen richtig. Jedoch braucht man zum Tillern am besten eine gleich lange Sehne, ja, wie der Bogen lang ist, oder so ja noch eine längere. Und am besten für unsere Fälle bräuchten wir dann eine 70 oder 72 Zoll Sehne. Die 68 Zoll Sehne können wir dann erst drauf machen, wenn der Bogen so weit gebogen ist, dass wir die 68 Zoll Sehne auch drauf kriegen und nicht, dass wir uns da zu 50 Mann da eben zurecht wurschteln. Ja, das werdet ihr hier auch noch sehen an Tag 9, da wir werden mehrere Male versuchen, den Bogen durchzudrücken, aber einfach sieht man nichts. Nichts. Dann kommt wieder eine motivierende Stimme, die sagt, sieht doch gut aus. Werdet ihr sehen. Und das sieht jedes Mal gut aus, obwohl sich nichts tut. Obwohl sich nichts tut. Und am Ende von Tag 9 drückt sie sich dort dann ganz gut durch, und wir wundern uns, warum wir diese verfickte Sehne nicht drauf kriegen. Ja. Bis uns dann aufgefallen ist, dass wir eine längere Sehne brauchen. Wir bräuchten eine 70 Zoll Sehne. Und auf jeden Fall, um die ganze Geschichte abzurunden, haben wir uns dann noch eine 70 Zoll Sehne bestellt. Ja. Lutz hat sich gleich noch ein bisschen unnötiges Accessoire dazu bestellt. Und eigentlich sollte sie im Laufe dieser Woche ankommen, hat es nicht getan. Das heißt, die ganze Sache verschiebt sich wieder nach hinten und wir werden partout nicht fertig. Richtig, wir werden diese Woche, sagen wir mal, zu 90% fertig geworden. Ja. Nicht zu 100, sondern zu 90% fertig geworden. Jedoch dadurch, dass die Sehne nicht ankommt, was uns schon, wo wir uns auch beschwert haben, also ich persönlich ausgiebig beschwert habe, sie sich ja natürlich entschuldigt haben wegen Feiertag und Wochenende und bla 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 bla. Keine Ausrede. Ist nicht für mich keine Ausrede. Da war ein Feiertag dazwischen und wir haben 3 Tage vor dem Feiertag bestellt. Richtig. Das heißt also, dass es wohl aller spätestens 2 Tage nach dem Feiertag da sein darf. Kann, muss, sollte. Aber bei einer 24 bis 48 Stunden Niveau. Ist ja auch real. So, jetzt haben wir noch in unserem Leben gequatscht. Ja.
Und dann. Cool. Kommt Tag 9. Kommt Tag 9. Was machen wir? Tag 9. Was machen wir an Tag 9? Tillern. Wir tillern weiter. Der war lustig schon früher vorbei, ne? Das stimmt, an dem Tag war er gruselig mäßig übermotiviert. Übermotiviert war ich das, ja? Legt sich gegen Abend, weil ja, wir mal wieder zu nichts kommen. Richtig. Auf jeden Fall Tag 9, wir tillern und tillern und machen dumme Sachen und tillern. Was machen wir noch an Tag 9? Auf jeden Fall wir tillern. Weiter, wir tillern immer lustig vor uns hin, wir lieben Tillern, Tillern ist schön leicht. Und dann, genau, hier, was machen wir? Das erste Mal durchdrücken. Wir drücken zum, erstmal an diesem Tag. Seht ihr, wie sich's biegt? Ja. Nee? Ich auch nicht. Gut, ich auch nicht. Das ist nämlich ein Witz. Richtig. Weil, laut Anleitung vom Internet, soll die Dicke des Bogens 2,5 cm haben. Absoluter das Blödsinn, ne? Blödsinn. Wir sind, haben an dem Tag denn der ganze Ding noch auf 1,5 cm runter getillert und wir haben es. Also, wer zum Schluss sehen, wie es dann sehen, biegt. Es biegt sich, und aber. Und dann ist es realistischer, weil 2,5 cm, ich möchte nicht wissen, der hat Sonnenoberarme, der ist muss, Hulk. Der muss Herkulade getrunken haben. Ja, definitiv, Alter, war Hulk. Ja. Weil sonst, du kriegst diesen. Wie ihr ja sehen wollt, kriegst du diesen 2,5 cm einfach nicht durch. 2,5 cm sind einfach zu viel, um mit dem Tillern, also mit dem Spanntillern, wie man so. Also so, dass man die Sehne aufspannen kann und dann weiter tillern kann, das ist einfach zu viel. Ist einfach zu viel. Ja. Dann wie gesagt, dann biegen wir hier jetzt das erste Mal unseren Bogen. Man und wie sieht, ihr seht, das sind 2,5 cm. Das ist nichts. Man muss ja den Bogen auch irgendwie spannen können. Was machen wir da? Wir versuchen das nochmal zu biegen. Da haben wir ein bisschen abgenommen, oder? Da waren wir noch doll vorsichtig. Ja. Wir haben abgetragen, haben Millimeter. Ja, ja. Weil man soll ja vorsichtig sein. Psst. Für eine Tonne. Für eine Tonne. Auf jeden Fall, seht ihr, es tut sich absolut gar nichts. Und da kann. Wir ziehen später auch zu dritt dran. Das haben wir nicht aufgenommen, weil es ja gar nicht möglich ist. Ja. Zu dritt. Zu dritt. Und wir haben es nicht geschafft, die Sehne aufzuziehen. Zu dritt. Ja, ist einfach nur fail. Und Lutz ist eigentlich ist Lutz am Tag 9 nur damit beschäftigt, durchzudrücken. Ja. Immer kräftig durchzudrücken. Und dann haben wir irgendwann die Schnauze voll gehabt. Und zurück. Jetzt kommt dann gleich noch eine Szene, die wird euch Lutz selber erklären. Ja. Kacke! Das? Ja. 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 So kennt jeder? Ja. Ja. Scheiße. Man schaut dich an und ganz im Ernst die Krass, der Hose. Kennt ihr auch Bayanisch? Mann! Gut, also um es zusammenzufassen, Lutz hat es ja gerade gezeigt, das ganze Ding ist uns flöten gegangen. Beim ersten Mal ist dann diese gesamte Klebescheibe abgerissen von der Schleifmaschine, wollte sich selbst in Lutzes Teich ertränken. Ja, dann haben wir es mit Restkleber so wieder angeklebt. Ja, aber. Und wir haben jetzt eine Schutzmaßnahme. Ihr seht, wir haben Schutzmaßnahmen ergriffen. Mein Gott, bin ich flauschig. Und was Tipp? Genau, richtig geil. Aber das sieht er ja selber. Das hat er Im Endeffekt haben wir jetzt nichts mehr gemacht, außer unsere Schutzmaßnahmen anzulegen und dann ordentlich zu schleifen. Lutz ist dann auch ein bisschen geskillter geworden beim Schleifen, hat auf immer ordentlich was abgetragen. Richtig. Und diese Schutzmaßnahmen waren begründet. Waren begründet. Also zumindest nicht die am Bauch, weil die ist Quatsch. Eigentlich nicht wirklich, aber mal mit. Und zwar sondern diese an der Hand. An der Hand. Dachte ich mir am Anfang, es wäre kompletter Blödsinn. Aber wie sich später herausgestellt hat, war es doch nicht so ein Blödsinn, weil irgendwo, ja, wie gesagt, Tag 9 schleifen wir nur noch. Wir sind nur noch schleifen und schleifen. Und da ist nichts. Und da ist nichts. Ah. Hier schleifen wir wieder. Und da habe ich nämlich keinen Handschutz mehr. Und genau in dem Moment fliegt das Ding weg. Und natürlich genau in dem Moment, wo die Kamera war, aus war, fliegt wieder diese Klebescheibe ab. Volle Granate auf meine Hand. Und erstmal schön meine Hand abgeschliffen. Richtig. Herrlich. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, naja, gut, dann haben wir, na doch ein bisschen haben wir noch geschliffen. Okay. Um zusammenzufassen, ich bin ja gerade auch gerade, wie ihr gesehen habt, ich habe alles weggeschmissen, weil es kann nicht sein. Ja, also, das beim Schleifen ist uns passiert, dass das komplette Unterteil, dieses Klebefläche, was er da gerade eben gezeigt hat, die Klebefläche, die schwarze, ist komplett weggeflogen.